So, hallo YouTube. Ja, heute möchte ich euch mal das Messer zeigen, das ich mir am 3. Dezember in Altenbusek gekauft habe. Ja, das wird wohl auch das letzte Video dieses Jahr und darum kann man auch sagen, das Beste kommt am Schluss. Das ist wohl wirklich eines der besten Messer, das ich zu Hause habe, das ich praktisch besitze. Ich habe das Messer vorher mal beim Richie von Richie's Knife auf seinem Kanal gesehen. Da hat er das von unterwegs mal kurz in die Kamera gehalten. Und als ich das damals gesehen habe und er mal so Nahaufnahmen gemacht hat hier, habe ich mir gedacht, also das Teil muss ich auch mal in den Händen halten und habe ihm das auch unten in die Kommentare geschrieben. Und dann hat er gesagt, er bringt es sowieso mit nach Altenbusek und da kann ich mir das ja mal anschauen, ja. Ich fand aber die Idee viel besser, das Messer dann zu kaufen, weil wenn man ein Messer dann besitzt, ist doch was anderes, als wenn man es nur mal ein paar Wochen ausleiht. Und so hat sich das dann ergeben, ja. Es ist also wirklich so, ich habe ja doch einiges mittlerweile zu Hause, ob das ist ein Anto Custom ist oder auch die Poltergeist Works. Oder auch die Scherbakows und so, die sind rein mechanisch auf höchstem Level. Also da passt wirklich alles. Vom Maschinenbau her, von noch hochwertigen Schrauben und ja, der Klingengang und auch teilweise so Klingenfinish und wie auch der Schliff perfekt ausgeführt ist und so. Aber das richtige Finish hat keins so wie dieses hier. Vom Remy Lavial, das New HD. Ich habe es ja in die Überschrift geschrieben, wie der Typ heißt und wie das Messer heißt. Ob ich es richtig ausspreche, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich bin auch von meiner Tochter schon bei dem Romain Bignon korrigiert worden, dass er nicht so ausgesprochen wird. Aber gut, diese Franzosen werden wahrscheinlich unsere Namen hier auch nicht richtig aussprechen. Also von daher. Ja, zurück zum Finish. Das hat man auch schon in dem Video gesehen und so. Und dieses längssatinierte Herr, wer noch bessere Bilder sehen möchte, ich habe schon ein kurzes Video in höherer Qualität und bei Tageslicht gemacht. Kann sich das auch nochmal anschauen. Sowas habe ich also nicht noch ein zweites Mal. Ja, auch die verwendeten Materialien sind alle nur vom Feinsten. Also, wenn man sonst Funktionsmaterial hat, so wie Carbon Fiber zum Beispiel oder Titan, haben wir hier Mammutelfenbein. Ja, ist mein erstes Messer mit Mammutelfenbein. Ist also wirklich in Sachen Finish und Schönheit nicht nur mein Bestes, sondern auch ganz allgemein ein Highlight, das Messer, wie ich finde. Ja. Kommen wir zu den technischen Daten. Das Messer ist noch nicht so bekannt. Lässt sich übrigens dann auch gar nicht so leicht reviewen oder zeigen, wie jetzt so die üblichen Real Steel, Spyder-Cos und so weiter, was alles so gibt, weil da gibt es ja ohne Ende Informationen im Netz. Ist hier also nicht so. Könnt ihr mal schauen, da ist zwar eine Seite und da hat auch einen Instagram-Account. Aber so eindeutig und so leicht das Ganze rauszufinden, ist es nicht wie bei anderen Modellen. Okay, Gesamtlänge haben wir 185 mm. Wir haben eine Klingenlänge bis zum Griff von 82 mm. Die nutzbare Schneide ist, wie man sieht, etwas kürzer. Klingenstärke 3,5. Gewicht haben wir 108 Gramm. Ja, ist wahrscheinlich normales Gewicht für die Größe, für das Messer so. Also nichts Besonderes, nach oben, nach unten. Klingenstahl haben wir den RWL34. Ja, das ist der pulvermetallurgische ADS34 und so das Gegenstück von dem CBM 154. Der Unterschied ist dazu nur, wenn ihr euch mal da irgendwie erinnert oder mal nachdenkt, den RWL34 gibt es eigentlich im Serienmesserbereich überhaupt nicht. Also im Custom-Bereich findet man den oft und zu Custom kann man das Messer eigentlich auch zählen. Das ist ja von einem Messermacher. Von dem selbst gemacht alles.
Ja, hat er eben den RWL34, der ist eben typisch für Custom-Messer, wird er oft benutzt. Kommt aus Schweden. Ja, der Griff, wie ich schon gesagt, ist die Griffschanzen aus Mammut. Also Stoßzahn vom Mammut. Und wenn man jetzt hier mal sieht, der Materialmix, die Liner sind aus Titan und der Backspacer ist Edelstahl. Und das ist hier alles so glatt und bündig verbunden, dass man da keine Übergänge fühlt. Hier unten sieht man nochmal den Titanliner. Ich habe auch die Griffschalen mal abgenommen, weil am Anfang ging es der Klingengang so ein bisschen kratzig. Bevor ich es vergesse, Achse ist Kugellager. Und der Verschluss ist hier ein Frontflipper, der funktioniert auch wirklich sehr gut, wie man sieht. Und Verschluss haben wir einen Liner-Lock aus Titan. Ja, ich habe es mal zerlegt, nicht komplett. Der Klingengang war so ein bisschen kratzig, wollte mal schauen, ob man das ein bisschen nachstellen kann. Um an die Klingenachse ranzukommen, muss man ja die Griffschalen abnehmen, wie man sieht. Und da kann ich auch sagen, dass das Innenleben genauso gut verarbeitet ist wie das Außenrum. Also da braucht sich nichts zu verstecken. Das ist alles feinster Maschinenbau, auch im Inneren, wo man nichts sieht. Ja, Problem war ein bisschen, dass die Klingenachse doch relativ gut verklebt war. Man konnte die nicht drehen. Besser gesagt, drehen konnte man sich schon, aber dann hat die Rückseite des Dogs hat sich dann eben mitgedreht. Dann habe ich einen kleinen Tropfen Öl ins Lager gegeben und ja, habe das dann mal kurz probiert. Habe dann gleich gemerkt, dass das alles weg ist und alles passt. Warum auch immer. Und habe es wieder zusammengebaut. Also ich musste gar nicht weiter zerlegen, sondern der kleine Tropfen Öl hat es eben gebracht, dass der Klingengang hier jetzt eben so in Ordnung ist. Also fällt, hat null Spiel, läuft also wirklich auch sehr schön, hat einen schönen Sound, wie man hört. Einen schönen Detent. Ja, wie schon mal erzählt, habe ich zu Hause keinen digitalen Messschieber. Und auf der Arbeit habe ich es nicht gemessen, aber ich vermute mal, ihr seht es auch hier so, dass wir hier keine nennenswerte Schneidphase haben. Also die wird sich auch so in dem Bereich abspielen 0,2, 0,3. Und dadurch ist es natürlich sehr schneidfreudig. Ja. Ich habe damit noch nicht viel geschnitten. Für die meisten Leute, die sich das kaufen würden, wäre es vielleicht auch eine Safe Queen. Wie es bei mir ausgeht, weiß ich noch nicht. Muss ich mal sehen. Ich habe es natürlich schon dabei. Ich habe schon Fotos gemacht. Man kann damit auch schön spielen. Da hinten haben wir eine Lanyard-Öse, die ist auch schön verdeckt, so dass sie nicht weiter stört hier von der Optik her. Aber ein Lanyard dran machen bei so einem Messer, nee, eher nicht. Hat ja auch nichts damit zu tun, dass man es da dran aus der Hosentasche zieht. Das Messer hat keinen Clip, glücklicherweise, auch wenn ich sonst Clip-Fan bin. Bei so einem Messer brauche ich keinen Clip. Klingenstand ist absolut mittig. Also das Messer ist auch wirklich absolut fehlerfrei gemacht. Das ist nicht nur, dass das Finish absolut fein ist, absolut perfekt ist, sondern man findet auch sonst keine Fehler hier. Wenn man sich hier mal das Chimbing anschaut, also da kann sogar der Chris Reeve noch was lernen davon. Oder zumindest ist er auf, sind die auf gleichem Niveau. Ja. Von der Handlage her muss ich sagen, das Romain Pignon, das Mini-Bip, das ich vor kurzem gezeigt habe, das schmeichelt mehr in der Hand als dieses hier. Ja, das liegt hier unten auch an diesen Kanten, was wir bei dem anderen nicht haben. Aber im Vergleich zu taktischen Messern ist es natürlich schon angenehm. Ja, das Elfenbein fasst sich eben so an, wie Elfenbein sich anfühlt. Wenn man kräftig drückt, hat man auch gut Grip. Das ist ja so offenbohriges Material. Das ist auch wie fällt mir der Name gerade nicht ein?
Also durch das Offenbohrliche nimmt es auch Handschweiß auf. Also es ist nicht, es rutscht nicht so wie so Kunststoff. Wir haben hier im Gegensatz zu den meisten anderen Messer keine Mulde für den Zeigefinger hier, sondern eher für den kleinen Finger. Ja, die Wirkung ist ähnlich, nicht genau gleich, aber wir haben ja auch trotzdem halt einen Schutz, dass man nicht so leicht abrutscht, weil wir hier eben diese Erhöhung haben, wo das Messer einfach ein bisschen griffiger liegt. Allerdings ist sowas viel schwieriger umzusetzen, weil mal ehrlich, so einen großen kleinen Finger hat wahrscheinlich niemand, ich schon mal gleich gar nicht. Das wird eher zu einem Daumen passen und selbst da habe ich noch Luft. Aber störend ist es nicht, dass es nicht passt. Also passt hier genau hier rein, sieht man ja. Und so kräftige Arbeit mit dem Messer dann auch nicht machen, dass einen das aus der Hand rutscht. Also es ist einfach nur so ein Zusatz und natürlich auch ein Designelement. Genauso schaut es hier mit dieser Harpunklinge aus. Ob man hier seinen Daumen dann auflegt, obwohl das Chimming schon längst aufgehört hat. Ja, kann man machen. Funktioniert auch einigermaßen, allerdings ist es hier ja auch schon ein bisschen spitz und kantig. Aber den Daumen kann man trotzdem ablegen. Der kommt auch in dem hinteren Teil natürlich auch an das Chimping ran. Von daher funktioniert das Chimping trotzdem. Okay. Ja. Der Remis Lavial macht auch feststehende Messer. Der schmiedet auch, der hat Schmieden gelernt. Und ja, die feststehenden Messer sind wohl auch geschmiedete Klingen. Das wird hier nicht so sein bei den Klappmessern. Das sind ja auch andere Stahlsorten dann. Und das ist schon ein bisschen älterer Hase. Also der macht es eben auch, ich weiß nicht, wie lange er es macht, aber der macht es auf jeden Fall hauptberuflich. Und hat es absolut drauf. Also ich glaube, woanders könnte man da von dem deutschen Messermacher auch mal in den vierstelligen Bereich gehen. Was das Messer hier neu kostet, könnt ihr mal auf der Seite nachschauen. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr nochmal das gleiche findet. Findet das New Hardy natürlich mit anderen Griffschalen. Das gibt es noch mit Carbon und so. Wie da der Aufpreis zu dem Mammut ist, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Machen wir nochmal einen Größenvergleich mit ein paar anderen Messern. Ich stelle die Kamera mal ein bisschen anders auf, dass man hier von der Perspektive, dass es nicht so störend ist. Zwei Messer, die fast gleich groß sind. Das ist das kleine Strich. Ist etwas länger, aber eigentlich fast gleich, wie man sieht. Das ist das kleine Strich. Nicht verwechseln mit dem großen. Und hier auch wieder was Bekanntes oder Gängiges. Ein 450er von ZD. Hat auch die gleiche Dimension. Nicht ganz in der Breite, aber sonst von der Länge her. Ja. Handlage ist hier bei dem New Hardy aber besser, weil das ist ja bekannt hier, dass hier der Griff länger ausschaut, als er in Wirklichkeit ist. Da wird es wirklich eng, selbst mit Handschuhgröße 8 hier reinzukommen, weil es da hinten so ein bisschen verschenkt ist. Aber wie gesagt, Klingen und Grifflänge sind schon sehr ähnlich, auch beim Strich. Andere vergleichbare Messer habe ich jetzt nicht, weil es gibt vielleicht welche, wo zufällig auch die gleiche Länge haben, aber die sind dann zum Beispiel auch ja, breiter oder viel dicker, so wie jetzt bei Medford oder irgendwas. Und darum bieten sich die beiden hier schon eher an. Ja, mit dabei ist noch diese kleine Lederpouch. Reinstecken und wieder rausziehen lässt sich das Messer hier sehr leicht. Allerdings bietet es auch überhaupt keinen Schutz, dass es einem nicht mal rausfällt und auf den Boden fällt oder so. Das war bei dem Romain Bignon ganz anders. Da ist es eher schwer wieder rauszunehmen und würde aber niemals von alleine rausfallen. Was da jetzt besser oder schlechter ist,
Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Also kann jeder selbst entscheiden. Das ist Geschmackssache. Aber in dem Fall ist es halt so. Ja. Ja, freue ich mich richtig drüber über das Messer, dass ich das mir nicht nur leihen dürfte, sondern eben, dass es mir gehört. Ist mal was anderes in meiner Sammlung und das ist sehr schön, dass es was anderes ist, weil man muss nicht immer sich das Gleiche kaufen, auch wenn man so ein gewisses Beuteschema hat. Schadet es gar nichts, wenn man mal sich so was anderes holt und kann sich daran dann auch freuen. Ja. Ja, das war's. Wie gesagt, ich habe noch ein anderes Video zu dem Messer, ein kurzes in voller Auflösung, UHD 4K unter freiem Himmel. Vielleicht sieht man da noch ein bisschen besser. Ansonsten bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.